Servus und hallo, liebe Orchideenfreundinnen und Orchideenfreunde. Ihr seht hier mein Dendrobium delicatum, welches erfolgreich überwintert worden ist. Erfolgreich auch für die Schädlinge, denn hier sind die Schildläuse zugange. Zum Glück bisher, wie es ausschaut, nur auf diesem einen Trieb. Das heißt, die ganze Pflanze ist nicht befallen. Wir müssen nur in einem bestimmten Bereich intensiver behandeln. Darauf gehe ich aber auch noch ein. Ihr seht, die Pflanze hat einen Blütenstand. Das ist schön. Vermutlich hätte sie mehr Blüten ausgebildet, wenn sie auch mehr Wasser bekommen hätte im Winter. Aber ich zeige es euch einfach mal. Sie steht aktuell sehr trocken. Ja, sie wächst ja in Kolumbien, habe ich euch auch gezeigt, wo ich sie eingepflanzt habe. Gleichzeitig seht ihr, wie hier sehr viele schöne Wurzeln herauswachsen. Das heißt, im Moment ist hier aktives Wurzelwachstum zugange. Das heißt, volle Wurzelpower hier unten auch in der Schale, im Untersetzer. Und das heißt, es ist an und für sich jetzt Zeit dafür, die Pflanze aus dem Winterquartier herauszuholen, sich darum zu kümmern, ob sie Schädlinge hat, die Schädlinge entsprechend zu behandeln und so dafür zu sorgen, dass die Pflanze in die neue Saison starten kann und zwar erfolgreich. Und das machen wir jetzt in diesem Video. Dendrobium delicatum hat den Namen nicht umsonst, denn die Blüte hat einen sehr delikaten Duft. Erinnert so ein bisschen an Hyazinthe. Manche Nasen sagen vielleicht, dass es einen anderen Duft hat. Ich finde, es erinnert einen wirklich an, ja, Hyazinthe. So ein intensiver, ja, fast schon stechender Geruch. Da bin ich eigentlich ganz froh, dass jetzt nur ein Blütenstand dran ist, weil ich hatte schon eine Pflanze, die war voll am Blühen. Und der ganze Raum, der hat so intensiv gerochen. Das war auf Dauer gesehen, dann doch schon ein bisschen zu krass. Wie behandeln wir jetzt die Schädlinge? Ich habe jetzt im Internet nachgeguckt. Ich wollte einfach mal ein neues Mittel testen. Habe ich so bisher noch nicht im Einsatz gehabt. Das ist auf Rapsölbasis. 15,27 Gramm auf 1 Liter Wasser Rapsöl. Wichtig ist, dass man das entsprechend schüttelt. Habe ich jetzt, upsala, jetzt habe ich die Orchidee auch noch geschüttelt. Wichtig ist, dass man es schüttelt, damit es sich auch noch mal gut vermischt. Hatte ich jetzt vor dem Video auch schon mal gemacht. Und deswegen schauen wir mal. Ich habe dieses Mittel noch nie getestet. Deswegen wird es auch ganz interessant sein für andere. Zumindest kam ja auch schon die Anfrage, Hilfe, meine Orchideen haben Wolläuse. In dem Fall sind es ja Schildläuse. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Schildläuse sind in aller Regel ein bisschen hartnäckiger, weil der Name sagt ja Schildlaus. Das ist so ein bisschen gepanzert, das ganze Tierchen. Das heißt, das muss man schon ganz gut erwischen. Wenn man so eine Direktbehandlung macht, dann sollte man schon das ganze Blatt von oben und von unten einsprühen und am besten auch nach Möglichkeit so ein bisschen die ganze Pflanze. Bei so ölhaltigen Mitteln ist eigentlich der Nachteil in Bezug auf die Kultur mit Kolomi, dass man ja damit organisches Material, was man eigentlich nicht ganz so wirklich möchte, in das Substrat einbringt. Das heißt, wenn man Pech hat und man hat zu viel Öl da unten drin, dann kann sich natürlich unter Umständen Algen oder auch vielleicht Schimmel bilden. Davon gehe ich jetzt einfach mal nicht aus, weil ich möchte ja bloß den Spross behandeln. Bei Schildläusen kann das funktionieren, nur den Spross zu behandeln. Wenn man jetzt Wolläuse hat, die können sich durchaus auch im Wurzelbereich der Pflanze, also da unten, aufhalten. Viele sagen immer, was soll die denn da unten? Da hat sie doch gar nichts. Aber das stimmt ja gar nicht. Da ist ja der Wurzelbereich. Das heißt, im Prinzip kann sich die Wollaus hier unten fröhlich vermehren, weil da ist ja auch von der Pflanze noch genug Masse. Jetzt habe ich zwar gesagt, man kann hier mit organische Bestandteile hier mit reinbringen. Natürlich ist die Pflanze auch selbst organisch und es werden immer alte Pflanzenteile hier unten landen. Deswegen empfiehlt es sich unter Umständen, wenn der Befall wirklich noch krasser ist und nicht bloß hier auf einem Trieb, dass man die Pflanze einmal austopft, komplett behandelt, wartet, bis die ganze Lösung praktisch an der Pflanze angetrocknet ist und dann pflanzt man sie wieder neu ein. Das Kolomi in diesem Fall kann man wieder nutzen. Muss man aber vorher gründlich durchspülen, am besten mit heißem Wasser durchspülen, falls im Substrat irgendwelche Schädlinge sein sollten. So, lange Rede, kurze Sprühbehandlung. Wir sprühen einfach hier die Pflanze ein. Jetzt hoffe ich, dass der Sprüher geht. Genau. Das ist so ein Pumpsprüher. Man
sollte vielleicht, wenn man das Ganze macht, durchaus mit so einem Drucksprüher machen. Hätte ich auch da, aber ist noch verpackt. Da ist es eigentlich einfacher. Aber bei einer Pflanze geht das. Die Applikation, wenn man jetzt sieht, wenn man jetzt genau hinschaut, ist eigentlich eher tropfenförmig. Es wäre besser, wenn man das ganze Blatt flächig behandeln würde. Und dann wäre es natürlich ein bisschen geschickter. In dem Fall, weil der Blütentrieb, also der ganze Trieb, wo die Blüte dran ist, befallen ist, ignoriere ich den Hinweis, dass man die Blüten nicht direkt behandeln soll. Denn bei Orchideenblüten ist das so, wenn irgendwo ein Schädling ist, dann befindet er sich in der Regel auch an der Blüte. Das heißt, in dem Fall werde ich die Blüte behandeln. Es wird wieder eine Blüte kommen, ganz, ganz sicher. Und ja, wir behandeln einfach mal die ganze Pflanze, auch wenn ich gesagt habe, dass nicht alles befallen ist. Wir wissen es ja nicht. Wir sehen es auch nicht. Wir wissen auch nicht, wo die kleinen Schädlinge noch herumkrabbeln. Das Ganze sollte man auf der Blattoberseite machen. Und jetzt bewegen wir uns auf die Blattrückseite. Bedeutet, wir müssen die ganze Pflanze behandeln. Wirklich die ganze Pflanze. Bei solchen Schädlingen ist das so, mit einer Behandlung erwischt ihr in aller Regel immer nur die erste Generation. Uiuiui, das schaut nach Wollhaus aus, eindeutig. Hier. Wobei das nicht immer hundertprozentig eindeutig ist, gerade wenn die Tierchen noch jung sind. Das heißt, dieses eine Blatt kann ich an und für sich entsorgen. Das macht nichts. Besser ein extrem befallenes Blatt entsorgen, als vielleicht zu viel Pflanzenschutzmittel zu nehmen. Das könnte man meinen, so Rapsöl klingt mehr nach Salatbehandlung. Im Grunde ist es auch so, aber ihr seht, es ist ja ein zugelassenes Mittel, dass ihr solche Tierchen behandeln könnt oder loswerden könnt. Das heißt, übertriebener Einsatz auch im Garten oder sowas wird nicht empfohlen, weil ihr damit natürlich auch andere Insekten schädigt. Das Ganze verstopft die Atemorgane in aller Regel und das ist dann auch kein schöner Tod für so eine Biene oder für andere nützliche Insekten, Marienkäfer als Beispiel, wobei ich euch gar nicht jetzt sagen könnte, wie extrem schädlich das jetzt für die einzelnen Organismen ist. Müsste ich nachlesen. Deswegen lieber etwas vorsichtiger sein. Und die Pflanze ist jetzt komplett behandelt. Man könnte jetzt auch sagen, für Haustiere ist das Mittel nicht grundsätzlich gefährlich, auch nicht unbedingt für Menschen, weil es ja auf Rapsölbasis ausprobieren oder sich damit einsprühen sollte man tendenziell bei keinem Pflanzenschutzmittel. Im Prinzip würde ich jetzt behaupten, haben wir das schon. Der Vorteil von solchen Mitteln ist natürlich, dass die auch keine so extrem giftigen Ausdünstungen haben, wie das früher war bei den systemischen Mitteln. Und ja, das denke ich, war dann schon die ganze Behandlung. Hoffe ich doch, dass ich irgendwo das meiste erwischt habe. So eine Behandlung machen wir nach 2 Wochen am besten nochmal. Falls ich es nach 2 Wochen nicht gemacht habe, schreibt mir eine Erinnerung in die Kommentare. Ich sprühe jetzt hier noch die letzten Millimeter ein von der Pflanze. Ansonsten hier Kommentare unter das Video. Daumen hoch, Kanal abonnieren. Ich hoffe, das Mittel funktioniert. Wenn es funktioniert, wäre es cool auf Rapsölbasis. Die Pflanze selbst war ja sehr trocken. Das heißt, es schadet nicht, wenn man jetzt mit der Gießkanne nochmal dran geht und der Pflanze ein bisschen Wasser gibt. Der Vorteil ist, je fitter die Pflanze ist, je besser sie mit Wasser versorgt ist, umso besser kann sie sich natürlich erholen. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wenn ihr krank seid. Je besser es euch geht im Endeffekt, umso einfacher könnt ihr die Krankheit auch verarbeiten. Das war so viel zum Dendrobium delicatum, was ein bisschen Probleme mit Läusen hat. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ansonsten abonniert den Kanal, empfehlt mich weiter, schaut auf der Webseite nach, da gibt es schon sehr, sehr viele Informationen. Bis dahin, schönen Tag noch und tschüss.